Läuft. Waren die Schuhe drauf? Die Schuhe? San Francisco? Ja. Ah, da war ich letzte Woche. Siehst du? Ich auch. Ah, echt? Nein, da vorletzte Woche. Schuhe, nee, Saskia-Schuhe, nicht meine. So was trägt man heute zum kleinen Schwarzen. Ja. Okay. Genau, ups. Ich stehe hier mit Saskia Esken auf dem VHS-Tag. Ich soll jetzt ganz nah an sie ran, damit wir da auch kuscheln. Gut draufpassen, ein bisschen kuscheln. Magst du sagen, in welcher Funktion du hier bist? Ich bin als Bundestagsabgeordnete hier, die sich ganz intensiv mit digitaler Bildung beschäftigt. Deswegen ist das Motto digitale Teilhabe für alle für mich ganz interessant und großartig. Das ist genau dein Thema. Genau. Sozusagen. Viele, die bei Twitter sind, wissen das ja auch. Da twitterst du sehr aktiv zu dem Thema. Was hast du denn heute schon gelernt bisher? Ich bin wahnsinnig froh, dass dieser Trick mit der Gedankenlese-App nicht funktioniert hat. Es würde mich sehr, sehr beunruhigen. Also wer den Stream gesehen hat, der versteht jetzt, was ich meine. Wir hatten einen digital-analogen, crossmedialen Zauberer auf der Bühne und einer seiner Tricks hat nicht so geklappt und da ging es ums Gedankenlesen. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht Gedanken lesen, ne? Nee, das gehört vielleicht auch nicht zur digitalen Teilhabe dazu. Also so tief wollen wir dann nicht in den anderen hinein. Aber sagen wir mal, so ein bisschen Learning Analytics und so könnte so ein bisschen in die Richtung gehen. Da müssen wir immer so ein bisschen aufpassen, was machen wir eigentlich mit Digitalisierung, ja? Befähigen oder kontrollieren, steuern, sowas, ne? Also zur digitalen Teilhabe gehört auch gewissermaßen die Mündigkeit, zu wissen, was da im Hintergrund auch passiert, meinst du? Richtig. Und der Lernende soll ja derjenige sein, der seine Lernprozesse auch steuert und nicht irgendjemand anders oder gar eine Maschine. Das wollen wir nicht. Okay. Ich würde sagen, bis hierhin vielen Dank. Ja, gerne.